Erstmal herzlich willkommen. Nach dem dritten Spieltag in der zweiten Fußball Bundesliga, der FC Schalke 04, war wieder mal zu Gast in Braunschweig. Eure Einschätzung zum Spiel? Ja, leider nicht. Und es sind drei Spiele rum und wir haben erst drei Punkte. Ich glaube, der ganze Verein hat sich das anders vorgestellt. Aber wenn man diese drei Spiele gesehen hat, auch im Fernsehen, und wir waren auch hier im Stadion, ja, da muss man so sagen, drei Punkte, mehr war eigentlich nicht drin. Weil jetzt wieder in Braunschweig, wir machen einen Einwurf für uns und wir machen Fehler beim Einwerfen. Dann beim Stand von 1-0 steht ein Spieler von uns völlig frei, 11 Meter vom Tor und trifft den Ball überhaupt nicht. Das sind solche Sachen, die dürfen nicht passieren, weil so viele Chancen wirst du nicht kriegen, da haben wir auch nicht gehabt. Und deswegen war auch Terode war unzufrieden, weil ja, es kam ja nichts. Es war nicht so, dass wir viele Chancen hatten, um Tore zu machen. Und da kam von links und von rechts kam viel zu wenig und auch im Abwehrbereich. Wir haben Fehler gemacht und wenn du in der zweiten Liga solche Fehler machst, da wirst du das ein oder andere Spiel nicht gewinnen können. Ja, ich glaube einfach, wenn man oben mitspielen will, dann muss man solche Gegner wie Braunschweig schlagen, ganz klar. Man hat ja gegen Braunschweig im Pokal gezeigt, dass es geht. Ich persönlich, ich fand vielleicht die Aufstellung nicht so berauschend, weil man hätte da wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes machen können. Aber ich weiß nicht, was Reißig dabei gedacht hat. Zum Spiel, ja, Klaus hat ja schon fast alles gesagt. Also wir haben im Mittelfeld, Sturm, Abwehr, das passt einfach gar nicht zur Zeit, finde ich. Das Mittelfeld rückt mich nach. Die werden nicht gut bedient vorne und wenn man vorne nicht gut bedient wird und keiner im Rückraum noch ist, was alles mal, wenn mal Bälle rausgeköpft werden, da haben wir eigentlich den zweiten Ball nicht gekriegt und das irritiert mich ein bisschen. Ja, also da sollte man schon schauen, dass man entweder lieber nicht mit drei Mann vorne spielt, sondern lieber nur mit zwei und dann dahinter noch einen, ja, oder zwei, weil das der Weg zwischen Sturm und Mittelfeld, das ist mir einfach zu weit und zu breit. Ja, in der Abwehr haben wir natürlich so ein bisschen Kinderfehler gemacht, das sieht man eben, so wie der Trauner da den Ball quer spielt, der wird abgenommen und mit einem guten Pass, ja, steht er da alleine, der Kaufmann alleine vorm Tor. Vielleicht hätte unser Tor ein bisschen herauskommen müssen, den erschrecken müssen, dass er vielleicht vom Kopf her gedacht hätte, oh, den muss ich noch ausspielen. Dann hätte er, glaube ich, größere Chancen gehabt, den Ball zu kriegen. Aber wenn man am halben Weg doch stehen bleibt, dann kann man sich doch noch in Ruhe die Ecken aussuchen. Und das hat mir also nicht so gut gefallen, wo Torwart noch der beste Mann für mich war. Ich wollte gerade sagen, den Torwart kann man den wenigsten Vorwurf machen. Nein, der war für mich also auch der beste Mann in der ganzen Truppe da. Nur wie der Klaus schon gesagt hat, es kommt von den beiden Verteidigern kam gar nichts, wo man ja eigentlich mitgerechnet hat, dass man wenigstens von der linken Seite mehr kommt. Ja, aber da kam ja auch nichts. Der hatte mit sich selber so viel zu tun. Na. Aber man hat ja auch einige Spieler, haben glaube ich noch nicht gemerkt, obwohl ich überzeugt bin, dass Reis das denen schon gesagt hat, dass man über den Kampf zum Spiel kommen muss. Und in der zweiten Liga ist er noch mehr Kampf angesagt. Ja, und vom Spielerischen war es ja auch nicht so, dass man sagen, gut, gell, wir haben vom Kampf was vermissen lassen, aber spielerisch war man relativ gut, war ja auch nicht der Fall. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich, wir haben erst drei Spiele hinter uns. Aber die Vereine, die zu uns kommen und gegen uns spielen, die gucken sich ja auch die Spiele an, um gegen Schalke erfolgreich zu sein. Und da musst du erst mal gegenhalten. Du musst die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Und sonst wirst du das eine oder andere Spiel oder viele Spiele nicht gewinnen können. Dass es noch nicht perfekt war, haben wir alle gesehen. Aber die Unterschiede zum Beispiel im Mittelfeld, Seguin und wie heißt der andere Sechser? Nee, Mittelfeldspieler. Der Schallenberg hat die Sechs gespielt. Und Seguin die Sieben. Ja, und was ist da anders? Was war da? Ja, also ich glaube, dass das zwei Defensive mehr sind.
als offensiv. Also diesen Asanio, den kleinen Jungen, der mit 17 Jahren schon was gezeigt hat, den nimmt er auf die Bank. Eigentlich, ich hätte den von Anfang an gesehen, weil das ist einer, der mal in irgendeiner Gasse reinspielen kann. Die anderen beiden, die können das nicht. Das sind so, ja, sie laufen viel, zerstören viel, aber die sind nicht so zum Abschluss. Ja, die kommen nicht zum Abschluss. Und der Kleine, den, wenn sie den reingeschmissen hätten, den haben sie in der zweiten Halbzeit reingeschmissen. Also es ist immer schwierig. Ich war selber jung, ich weiß, dann kommt man rein, dann will man was mit Gewalt zeigen und dann überpisst man sich einfach. Ja, man kommt nicht rein wie vom Anfang an. Und ich glaube, der hat ja schon gezeigt, auch in Hamburg, dass er da mit reingehört, weil da hat er schon vorne ein bisschen hinter den Spitzen viele gute Sachen gemacht. Vielleicht sollte man das ruhig weitermachen. Also ich will den Reis jetzt hier nicht kritisieren, sondern es ist ja seine Angelegenheit, wie er die Mannschaft aufstellt. Aber wenn man drei Leute in der Halbzeit wechselt, ja, dann heißt es ja, dass ich die erste Halbzeit total verpennt habe. Und das haben wir ja auch. Ja, aber vielleicht war auch die Aufstellung nicht die richtige gewesen, meiner Ansicht nach. Dann kam es noch hinzu, dass Draxler reinkam, der sich da irgendwie verletzt hat, der dann da nur noch vorne rumstand mit seiner Leiste und konnte keinen Meter mehr laufen. Wir haben also da auch keine Möglichkeit mehr gehabt, noch einen auszuwechseln. Also haben wir alles ein bisschen hektisch gemacht, glaube ich, und die Auswechslungen zu schnell gemacht, weil man kann auch mal in den letzten 10 Minuten noch einen reinbringen. Und das konnten wir dann nicht mehr machen. Ja, ich muss auch sagen, Terode, wir wissen ja, was Terode kann. Und wir wissen auch, Terode ist in der Lage, uns von der zweiten Liga in die erste Liga wieder zu schießen. Aber weder ein Terode noch irgendein anderer kann Tore machen, wenn nichts kommt. Und deswegen müssen wir unser Spiel so verlagern, dass wir über die Außenpositionen Bälle in die Mitte bringen, damit er in der Lage ist, ein Tor zu machen. Weil wenn nur ein guter Ball kommt, dann soll er zwei Tore machen, das geht nun mal nicht. Deswegen müssen wir schauen, dass wir dahin kommen, dass wir Überzahl, dass wir dominant sind. Aber da musst du sehr viel tun, um dominant zu werden. Und das habe ich vermisst und das haben auch einige Spieler in der Presse gesagt. Und deswegen, ja, wird es in Zukunft so werden, dass wir auch zu Hause, der Gegner, der uns beobachtet, ist ja ganz klar, und weiß, wo sind unsere Stärken und unsere Schwächen. Und da musst du gegenhalten, sonst funktioniert das nicht. Also die eine Einwechslung hier mit diesem Yusuf, den ich nicht kannte von Bayern, also der hat mich ziemlich überrascht. Der Junge, der war frech. Der hat auf jeden Fall probiert, 1 gegen 1 zu gehen. Hat auch mit seinem Linken da anständige Flanken reingehauen. Ich glaube, einmal hat er einen Torwart sogar gut getroffen, wo der an der Latte geht oder wo der Torwart ein bisschen hält. Da hat man also gesehen, dass der Qualitäten hat schon. Aber wichtig ist einfach mal, und das finde ich zurzeit einfach so, dass man diese Jungs auch spielen lassen muss. Ja, man kann die nicht immer sofort wieder wegsetzen. Das ist für die jungen Leute, die gerne spielen möchten, im Kopf nicht gut. Dann sagen die, oh, ich habe vielleicht doch nicht so gut gespielt und. Man muss die reinschmeißen, man muss denen Selbstvertrauen geben. Die anderen wissen wir doch alles, was die können. Ja, aber wir wissen noch nicht, was die jungen Spieler können. Und das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen Kritik habe, wo ich sage, man schmeißt die doch rein. Warum habt ihr die denn geholt? Und dieser Yusuf hat für mich also gute Ansätze, sehr gute Ansätze. Ich habe ihn leider noch nie gesehen. Ich kannte ihn auch nicht. Also da muss ich recht geben. Das ist ein guter Junge, den er schon wo gesehen hat. Und da muss man den spielen lassen. Ja, wir müssen Leute spielen lassen. Wir können nicht pausenlos zu den Älteren wieder zurückgehen und sagen, ja, die Älteren machen das schon. Nee, die Älteren machen es nicht. Also viele sagen ja, man überpaced die jungen Leute. Hassan Ouedraogo und Youssef Kabadei, die du angesprochen hast, macht das denen nichts aus? Sind das Spieler, Ich kam zu 1860 München. Man ist Ewigkeit her. Kam aus der Bezirksliga. Und habe 29 Bundesligaspiele im ersten Jahr gemacht. Ich war genauso jung wie die, 18 Jahre. Ich habe auch gespielt, aber doch nicht überpaced. Und in den zweiten Jahren habe ich 19 Tore gemacht. Als junger Mann. Ich sage, wenn du Qualität hast, dann setzt du dich durch, ob du 18 Jahre alt bist oder
17 Jahre alt bist, dann setzt du dich durch. Aber was die Jungs auch wollen, dass sie spielen, dass man mit den Jungs spricht, was verkehrt gemacht wurde, was richtig gemacht wurde. Und immer auch auf die Jungen bauen. Und muss er wissen, ist der Junge schnell, ist er nicht schnell. Weil ich langsame Spieler, das habe ich ja immer gesagt, langsame Spieler kannst du normal nicht gebrauchen. Weil der kriegt Probleme, egal wo er spielt. Wer sagt Thomas Reis, dass die immer eine Chance kriegen? Weil er ja ein Freund davon ist, auch zu sagen, mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Ja, aber warum willst du auf die Bremse drücken? Also ich weiß nicht warum. Ja, sie sind 4 Spiele gespielt, da haben schon einige Krämpfe auf dem Boden. Und da frage ich mich, nach 4 Spielen habe ich einen Krampf? Also ich weiß nicht, also ich habe nach 30 Spielen habe ich vielleicht mal rechts einen Krampf gekriegt, weil mir das Bein wehtat vom Flanken, ja, aber sonst nicht. Und das irritiert mich auch immer ein bisschen. Dann frage ich mich immer, wie sind die körperlich? Das heißt also, dass du irgendwie körperlich nicht 100% fit bist, wenn die Muskulatur schon früh zu versäuern. Ja? Das kann nicht sein. Ja, also das weiß ich nicht. Ich will jetzt auch nicht keine Kritik machen, ob die jetzt mehr drauf haben oder nicht. Ja? Jeder ist ja anders. Ja? Der eine Körper, der kann mehr laufen, der eine kann weniger laufen. Aber was mich so irritiert, dass die schon immer alle so nach 4 Spielen Krämpfe kriegen. Nicht nur Schalke, allgemein meine ich die ganzen Vereine. Ja? Und deswegen glaube ich einfach, dass man heutzutage vielleicht zu sehr auf die Bremse drückt und guckt, mach mal langsamer, der Puls ist hoch. Früher hat kein Mensch uns angepackt und hat gefragt, ob der Puls oben ist. Da haben die gesagt, du, lauf weiter. Ja, mir ist schwindelig. Ja, wenn dann läufst du weiter, dann hört er klar auf. Ja, ja? Mann, es ist ja so, du bereitest dich ja vor, über Wochen bereitest dich vor. Du hast Spiele während der Vorbereitung, da musst du fit sein, da bist du nicht überpäst, wenn mal eine Halbzeit spielst und mal ein Spiel durchspielst. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und junge Leute können ja normal viel mehr verkraften als ein 35-Jähriger. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass diese Jungs auch ihre Einsätze kriegen, dann werden sie kriegen. Und dass wir eben jetzt am Freitag gegen Holstein Kiel, die haben 2 Spiele schon gewonnen in der Liga und es wird kein einfaches Spiel. Aber hier, 60.000 Zuschauer wieder hier, da muss was kommen. Das kann nicht sein und darf auch nicht sein, hoffentlich nicht, dass wir hier gegen Holstein Kiel verlieren. Und dann laufen uns die vorne weg. Das darf nicht sein. Man muss wieder hinterherlaufen und so. Deswegen, ich denke mal, dass sie das besprechen. Da werden sie besprechen und werden dementsprechend ins Spiel gehen am Freitag, um eben das Spiel zu gewinnen. Noch ist Schalke ja besser als Hertha, die ja ganz unten steht. Das ist ja unglaublich. Ne? Auch ein Beispiel, wo man sagen kann, also was ist da anders jetzt in der zweiten Liga? Ja, man muss die zweite Liga annehmen, wie der Klaus schon sagt. Also nur mit dem rein Fußballerischen wirst du auch in der zweiten Liga nicht weiterkommen. Das haben wir aber in der ersten Liga auch gesagt. Ihr müsst kämpfen, müsst Gas geben, erstmal beißen, kratzen, probieren, erstmal die Leute zu bearbeiten. Das ist in der zweiten Liga nicht anders. Weil die zweite Liga, die gerade gegen Schalke spielen, die machen das. Die beißen, kratzen, die wollen Schalke schlagen. Und wenn wir nur anfangen, schön Fußball zu spielen, das wird nicht gehen. Also da werden wir Probleme kriegen, bin ich fest von überzeugt. Ja. Das ist, ob das jetzt Holstein Kiel ist oder ein anderer Verein ist, du musst immer Gas geben. Und gerade zu Hause. Zu Hause darfst du gar kein Spiel überhaupt abgeben. Ja, also du musst zusehen, dass du hier klar gewinnst. Und das ist das Einzige. Und wir hoffen mal, dass wir hier gegen Holstein Kiel am Freitag die auseinandernehmen, dass sich wieder alles beruhigt. Aber wir vom Reis sind wir natürlich schon, sag ich mal, der Reis hat natürlich auch einen kleinen Fehler gemacht, vielleicht zu sagen, ja, wir werden aufsteigen. Ja, da ist sofort Druck auf den Kessel gekommen für die ganzen Jungs, die da spielen. Vielleicht hätte man, ich habe das von Hamburg nicht gehört. Ich habe es auch nicht von Hertha gehört. Ich habe von keinem so richtig gehört, dass einer sagt, wir steigen wieder auf. Ja, aber bei Schalke 04 ist es ja so, ob der Thomas Reis das gesagt hat oder nicht. Alle erwarten, dass wir wieder aufsteigen, weil eine sehr gute Rückrunde in der Bundesliga gespielt haben. Aber wenn du zu wenig tust, geht's nicht. Genau. Im Vergleich zur
davor gegangenen Saison, als sie zweite Liga gespielt haben, einen Punkt sogar zurück. Aber gegen Regensburg, vielleicht erinnert ihr euch noch, 4-1 verloren am vierten Spieltag. Ja. Kannst du ja jetzt alles wieder aufholen gegen Holstein Kiel. Ja, du musstest eigentlich Kaiserslautern schon abschieben. Ja, also wenn du mit zwei Mann mehr bist, dann hättest du da schon was fürs Torverhältnis machen können, meiner Ansicht nach. Vor allen Dingen, nachdem auch der Torwart noch rausgeflogen ist oder rausgegangen ist. Da musstest du hast ja gesehen, der hat bei dem ersten, bei dem zweiten Tor einen Fehler gemacht, bei dem dritten Tor einen Fehler gemacht. Also ich glaube, die hätten wir hier so richtig schön abschießen können, weil wenn du mit zwei Mann spielst, da haben wir uns schlecht verhalten. Und das darf nicht wieder passieren, dass wir mit Hängen und Würgen da anfangen, ja, solche Spiele über die Zeit zu bringen. Das darf nicht passieren. Aber wir dürfen auch nicht verrückt spielen. Es sind 3 Spiele erst gespielt. Also ja. Wir haben noch 31 Spiele in der Bundesliga. Von daher würde ich sagen, gut, das sagen die auch, das hat der Rode auch gesagt, wir waren nicht gut. Das haben ja alle gesehen. Und jetzt muss es besser werden und dafür muss man sehr viel tun. Aus. Gutes Schlusswort dann am Freitag. Am Montag sehen wir uns wieder in der Arena zum Legenden-Talk. Dann hoffentlich mit guter Laune und 3 Punkten. Jawohl, René. Dankeschön.